Heute zeige ich dir, wie du deinen Namen auf deinem iPhone-Sperrbildschirm hinzufügen kannst. Wie du sehen kannst, gibt es hierbei zwei verschiedene Variationen. Zum einen den Namen hier am unteren Rand deines iPhones mit Hilfe eines Fokus zu setzen oder direkt größer als Widget in der Symbolleiste. Beginnen wir mit der ersten Variante, den Namen auf den unteren Rand mittig zu platzieren. Hierfür benötigst du einen eigenen Fokus und das geht wie folgt. Wische oben rechts einmal nach unten, um dein Kontrollzentrum zu öffnen. Hier siehst du links deine Fokuseinstellungen. Sofern du dir noch keine eigenen erstellt hast, werden hier weniger aufgelistet. Halte das Widget einmal gedrückt und scrolle ganz nach unten. Hier siehst du nun ein kleines Plus, um einen neuen Fokus hinzuzufügen. Wähle hier Eigener Fokus aus, um einen neuen individuellen Fokus zu erstellen. Im nächsten Schritt vergibst du einen beliebigen Namen, welcher nachher dann auf dem Sperrbildschirm oder Homescreen zu sehen sein soll. Ich nehme hierfür jetzt einfach meinen eigenen YouTube-Kanalnamen. Farben und Emoji-Symbole kannst du hier optional hinterlegen. Ich wähle jetzt hier einfach eine beliebige Farbe und ein Emoji meiner Wahl aus. Tippe nun auf Weiter. Hier kannst du den Fokus dann noch individualisieren. Du kannst zum Beispiel bestimmte Apps stumm schalten oder den Fokus zu bestimmten Zeiten aktivieren. Wenn du jedoch lediglich deinen Namen anzeigen lassen möchtest, empfehle ich dir, die Einstellungen einfach standardmäßig deaktiviert zu lassen. Wenn du nun diesen Fokus aktivierst, erscheint sofort auf dem Sperrbildschirm dein Name mit deinem gewählten Emoji daneben. Nun zeige ich dir noch, wie du einen beliebigen Text als Widget erstellen kannst. Das geht ganz einfach mit Hilfe einer App. Öffne den App Store und suche nach AnyText. Hierbei handelt es sich um eine simple App, welche einfache Texteingaben in Widgets umwandeln kann. Insgesamt kannst du hier 10 verschiedene Widgets hinterlegen, also insgesamt auch 10 verschiedene Texte hinterlegen. Ich öffne jetzt hier einfach mal das erste Widget und trage erneut meinen Kanalnamen ein und tippe unten rechts auf Done. Hier kommt direkt der Hinweis, dass die App gegebenenfalls einmal neu gestartet werden muss, um die Widgets korrekt anzuzeigen. Nachdem ich diese also nun einmal neu gestartet habe, halte ich den Sperrbildschirm lang gedrückt, sodass ich diesen hier anpassen kann. Ich tippe hier auf die Widget-Symbolleiste und suche nach der eben installierten App namens AnyText. Hier werden mir nun die vorhin angezeigten 10 Widget-Optionen angezeigt. Da ich jedoch nur das erste belegt habe, wähle ich dieses nun aus. Wie du siehst, erscheint der Text sofort auf dem Sperrbildschirm als Widget. Du kannst hier zwischen einem längeren oder kürzeren Widget wählen. Nachdem du dein Sperrbildschirm angepasst hast, tippst du oben rechts auf Fertig. Nun hast du sowohl einen eigenen Namen am unteren Rand, als auch beliebig große Widgets auf deinem Sperrbildschirm. Die Widgets lassen sich zudem auch auf dem Homescreen positionieren. Neben deinem Namen kannst du hier natürlich auch wichtige Wörter, Zahlen, Hotelzimmernummern oder motivierende Sprüche ergänzen. Durch einen schnellen Blick auf das Display lassen sich somit nützliche Informationen anzeigen. Bei Fragen schreibe mir gerne einen Kommentar und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.